Servus meine Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Ja, ich befinde mich endlich wieder in meinem schönen Reich, in meinem kleinen Studio und hab's geschafft, nach 2 Wochen, Leute, nach 2 Wochen endlich mal wieder meinen PC anzumachen. Der Grund war, ich habe vor, wann war das? Am Montag, also vor 3 Tagen, habe ich einen Special Mix auf meinem 2. Kanal hochgeladen. Und der hat mir so viel Zeit gekostet, das heißt, ich glaube, ich habe über 3 Stunden an dem Mix geschnitten, beziehungsweise auch schon aufgenommen, und dann hat es wieder nicht gepasst und dann musste ich wieder neu aufnehmen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal unten den ersten Link in der Videobeschreibung mal abchecken würdet und mir mal eure Kommentare oder beziehungsweise eure Meinung dazu schreiben würdet, was ihr so zu dem Video beziehungsweise auch zu der Musik sagt. Aber ich habe vorhin kurz ungefähr so 1 Stunde gerade Musik gemacht, ja, an meinem Remix weitergearbeitet und habe dann ein bisschen so auf YouTube geschaut und habe dann ein Video gefunden oder ein Video gesehen, wo ein DJ komplett versagt hat. Und zwar, was heißt komplett versagt, sondern er hat halt einen richtig schönen Fail hingelegt, weil auf einmal nichts mehr funktioniert hat. Genau das gleiche ist mir nämlich auch schon mal passiert. Und deswegen dachte ich mir, ich mache darüber einfach mal ein kurzes Video, so eine Art React-Video, also ich reagiere mal auf so DJ-Fails. Sag euch mal, ob mir das selber auch schon mal passiert ist, weil bei mir war auch nicht immer alles perfekt, oder ich habe mal einen Gig gehabt, wo auch alles von vorn bis hinten nicht geklappt hat. Ja, wie zum Beispiel, wo ich im letzten Video gesagt habe, ich bin mit dem Numa-Controller, oder beziehungsweise ich habe mit dem Numa-Controller aufgelegt und dann hat sich das Programm nicht mit meinem Controller verbunden. Deswegen musste ich auf diesen kleinen, ich habe den sogar wieder in die Ecke geräumt. Ja, dann musste ich wieder auf den kleinen DJ-Controller zurückgreifen. Ja, das sind dann Fails, wo man so sagt, die werde ich niemals vergessen. Dachte ich mir, ich stelle euch jetzt einfach mal hinten hier, irgendwo hier hinten am Tisch hin. Ich werde mich unten klein einblenden und wir schauen uns einfach mal zusammen ein paar DJ-Fails an. Und ich werde euch mal sagen, ob mir das zum Beispiel auch schon mal passiert ist. Dann sehe ich ja, ob euch das Video gefallen hat. Ja, ob ihr Bock auf so Reaction-Videos habt. Ich auf jeden Fall schon, weil ich finde es mega lustig und mega unterhaltend. Deswegen würde ich sagen, ich stelle euch wie gesagt jetzt kurz dahin. Ich blende mich unten ein und wir ziehen uns mal ein paar DJ-Fails rein. So Leute, Headset ist am Start. Wie gesagt, Qualität wird wahrscheinlich jetzt nicht die beste sein. Ich weiß noch nicht, ob ich das über das Mikrofon hernehme, die Qualität, also den Sound, oder von meiner Kamera. Das muss ich erst beim Schneiden dann anschauen. Aber ich habe jetzt ein cooles Video gefunden, wo ein paar Fails dabei sind. Und ich würde sagen, ich react jetzt einfach mal, oder wir schauen uns das gemeinsam jetzt mal an. Und ich werde ab und zu mal das Video stoppen, weil ich euch dann mal kurz sage, ob mir das selber schon mal passiert ist oder nicht. Genau, ich würde sagen, einfach mal, let's go! So. Boah, ist das bitter. Das ist bitter. Okay, das war sogar Martin Garrix. Gut, ist mir auch schon mal passiert, unterm Gig irgendwie die Hände im Gesicht oder man will die Kopfhörer aufsetzen und dann auf einmal schnell irgendwo auf das andere Deck rüber switchen und dann nimmt man die Kopfhörer mit. Gut, das passiert, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und er macht halt lässig weiter. Schöne Hausparty. Okay, ich verstehe jetzt den Fail nicht ganz. Oh, das ist eine schlechte Qualität, Mann. Apropos, Leute, wenn ihr selber irgendwelche, ja, Videos kennt oder selbst irgendwelche Fails aufgenommen habt, schreibt mir das gerne mal oder schickt's mir gerne mal. Ich habe euch unten meine E-Mail-Adresse verlinkt. Da könnt ihr mir gerne sowas mal schicken, dann react ich darauf auch mal. Genau, und das andere Ding wird sein, ich muss wahrscheinlich ab und zu die Musik hier, muss ich wahrscheinlich rausschneiden oder leiser machen, weil das Problem ist, sonst habe ich wieder, ja, Stress mit der GEMA, beziehungsweise heißt Stress. Sonst sperren sie mir wieder das Video, weil ich Musik benutze, die ich nicht benutzen darf. Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu die Musik ausschalten muss. So, und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter. Rule number 3 of the DJ Handbook.
Never eject the wrong CD. Jawohl, es kommt kein Signal, keine Musik raus. Okay. Ja, das kenne ich zu gut. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe aufgelegt und dann kommen immer 20 Arme. Ich will auch mal. Aber alle feiern sie. Der Gott unter aller Techno-Musik. Karl Cox. Ich mach mal ein bisschen lauter. Er will Musik, aber er kriegt keine Musik. Oder habe ich mich jetzt vertan? Oh fuck. Das war gar nicht Karl Cox, Leute. Sorry. Aber es sieht genauso aus wie Karl Cox. Sehr motivierend. We've had guest DJs before, but they're not really DJs, but you actually are a real DJ. Yes, I am. Geil. Ja, kenne ich auch zu gut. Freunde von mir denken auch immer so, nur weil ich jetzt Mix oder Musik mache oder halt so Mixe aufnehmen, sie können es genauso, beziehungsweise sie wollen es auch unbedingt können und geben halt gleich Vollgas und meistens zwar nicht mit einem DJ-Controller, sondern einfach, ja, mit einem Herd. Ist aber eine geile Idee. Wieder abgeht, Mann. Die Ziege. Au. Stevie. Das ist krank, Leute. Das ist krank. 4 Decks. Und ich glaube, da liegt über 10.000 Euro, Mann. Das nenne ich mal richtiger Fail. Wieder leiser machen. Okay, ja Leute, waren auf jeden Fall coole Fails dabei, muss man schon sagen. Gut, die eine zum Beispiel, dass da irgendwelche Leute in das Pult reinfassen, kenne ich nur zu gut. Das hat man auch ja auf einer Geburtstagsparty oder so einer Hausparty meistens immer, aber im Club oder so geht es ja meistens nicht, weil man hat ja so eine kleine Fläche drin oder man steht auf auf einer Erhöhung oder so, wo die Gäste halt nicht hinkommen. Das Einzige, was passieren kann, sind, dass die Leute halt, ja, wie soll ich sagen, dass die Leute dich fragen, so, hey, könntest du das spielen? Könntest du das mal spielen? Das kommt auf jeden Fall immer, egal wo man auflegt, weil immer jemand einen Wunsch hat und ich finde es ja nicht schlimm, sondern man soll es ja auch umsetzen, aber man soll auch nicht immer gleich das machen, was die Gäste wollen, sondern man soll sich auch selbst ein bisschen präsentieren. Und genau, das war es eigentlich so mal von meiner ersten Folge von DJ Fails. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fails selber habt, schickt mir die gerne mal oder schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, gibt es mir wieder einen fetten Daumen nach oben für das Video.
Abonniert meinen Kanal. Wir gehen jetzt langsam, ganz langsam, Leute, auf die 100 Abonnenten zu. Da kommt dann ein kleines Special für euch an alle, die produzieren. Ich habe mir schon was überlegt. Als kleines Dankeschön kriegt ihr was. Ich will jetzt aber noch nicht zu viel spoilern, deswegen hoffentlich haben wir bald die 100 Abonnenten. Und in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao!